Sprechen, aufwachsen anhand von 2. Petrus 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18. Und die Schrift sagt: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Denselbigen sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Amen. Das ist eigentlich ein Gebot, also es gibt eigentlich viel mehr Gebote im Neuen Testament als im Alten Testament. Aber er sagt, wachset aber in der Gnade. Und das aber ist ein Verweis nach Vers 17, dass da Leute sind, die durch Irrtum Christen verführen. Das heißt, wenn du Verführer hast, es fängt an mit Leuten mit neuen Bibeln, Leute, die sagen, man kann sein Heil verlieren, Calvinismus, Judaismus, wie wir gesehen haben, und Katholizismus, das sind alle ihre Lehren. Und da muss man von wegbleiben, das wird auch in Vers 17 erwähnt, verwahrt euch, dass ihr nicht durch Irrtum der ruchlosen Leute samt mit ihnen verführt werdet. Und entfällt aus euren eigenen Festungen, also man kann nicht abfallen, also man kann abfallen, nicht sein Heil verlieren, aber man kann zurückbleiben. Ah, unser Sohn zum Beispiel, die ist nun 7, ist was zurückgeblieben. Das ist nicht normal, das ist abnormal. Und Problem ist, wenn man das vergleicht, die meisten Christen sind wie unser jüngster Sohn, die wachsen nie. Und wenn du in einen Sport, also für MMA oder was auch tut, aber du bist in ein Jahr oder nach 5 Jahren nichts weitergekommen als nach einem Monat, das kann sein, dass du das tut für einfach ein bisschen Sparring und gesund bleiben, aber die meisten, die jung sind, die wollen sich steigern, die wollen bessere Technik haben, sich besser verteidigen können, Kampftechniken sich anlernen, ja, das ist normal. Jeder Mann, der will etwas lernen, du gehst in eine Schule und nach 5 Jahren bist du immer erst in der Klasse. Das stimmt nicht. Mit Fußball, ja, du willst normal, wollen sich steigern, du willst ein bisschen Spaß haben, du willst sich auch steigern, du willst etwas lernen. Und wenn die Leute nicht lernen wollen, dann stimmt etwas nicht. Das ist auch so mit, wie war es früher, mit, wenn dann kamst du bei Opa und Oma und dann sagst du, ah, bist du schon so gewachsen? Dann denkst du, ja, hä, logisch, dass ich gewachsen bin. Es wäre früher, wenn ich nicht gewachsen wäre. Aber die meisten Christen, die wachsen nicht. Die sind nach 5 oder 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren noch genau so groß geistlich, als dass sie waren nach ein paar Monaten Christ sein. Und das ist eigentlich ein Gebot, um zu wachsen. Und das hat zu tun, dass die meisten sich erst nicht geistig nähren können. Das heißt, sie lesen niemals selber, sie beten niemals selber, sie lernen niemals selber an Bibelstelle, sie zeugen niemals, das heißt, sie wachsen nicht. Sie haben immer noch die gleiche Kammer, das gleiche Fleisch und sie sind immer noch eigentlich Sklaven der Sünde, obwohl errettet. Und zweitens ist das verbunden mit es nicht anziehen von der Waffenrüstung Gottes. Epheser Kapitel 6, Vers 11 sagt, zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Das ist ein bisschen ein geistlicher Kampf. Nun, das MMA ist, du weißt, wo der Feind ist, da ist er. Und da hast du einen Oktagon oder so etwas. Und du weißt, wo du hingehen musst. Und du musst einfach aufpassen, dass du nicht in den Haken bekommst. Alles. Und du weißt, wo er ist. Du kannst ihn treffen mit einem Uppercut oder was auch. Das ist dein Feind. Problem ist, wenn du kämpfst mit jemandem, den du nicht sehen kannst. Er ist unsichtbar, er kann dich immer treffen, aber du weißt nicht, wo er ist. Na, das ist unser Feind. Und darum sagt er auch in Vers 12 von Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also nicht das, was du siehst, aber es ist ebenso real, nämlich mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dich. Und die bösen Geister kommen durch andere Leute. Und es kann auch andere Christen sein, von neuem Geboren, oder bekennende Christen sein. Ich will dich versuchen, dich von der Schrift wegzuziehen, von heilsamer Lehre wegzuziehen oder von einer bibeltreuen Gemeinschaft wegzuziehen. Na, du weißt, am Moment, dass du als kleines Kind nicht in einer Familie bist, wo Papa und Mama dich lieben, Schutz haben, Nahrung geben, dann wächst du nicht. Yeah. Es ist bei einer Herde mit kleinen Kälber oder Schafen, Bruder Victor hat gerade einen Freund von mir bei Hamburg, so ein paar Schafe, 3 kleine Lämmlein. Ja, aber wenn die Lämmlein aufwachsen unter Wölfe, dann leben sie nicht lange. Und heute haben wir eine Menge Wölfe hier in St. Gallen. Überall. Und wenn er nicht nah, wenn ein Lämmer nicht nah ist bei Mama und bei der Herde bleibt, er wird gefressen, nur eine Sache von Zeit. Und die meisten werden gefressen mit aller ihrer Lehre,
ihre Bibel. Und der Feind, wenn der Feind jemanden wegziehen kann bei die Beziehung mit dem Herrn und dieses Buch, und als junger Christ wegzieht bei einer guten, gesunden Gemeinschaft, dann wächst er nicht nur, stärker noch, manchmal zurück in der Welt oder in altem Fleisch. Nun, wir haben 7 Stufen, würde ich sagen, von ein kleines Baby bis ein alter Mann. Und die möchte ich kurz besprechen, die wir nachvollziehen können im Leben, aber die auch geistlich eine klare Bedeutung haben. Und die erste ist Babys. Jeder hat gerne Babys. Ich habe es auch bei euch gesehen, ja. Ihr liebt Babys und kleine Kinder. Stärker noch, die werden daarna vergöttert. 1. Korinther 3, Vers 1 sagt: Ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Das heißt, ein Baby ist hilflos, ist rein, ist zu kuschen. Und die können in alle Schwierigkeiten kommen, sehr einfach. Und das heißt, dass ein Vater oder Mutter eine sehr große Verantwortung hat für ein kleines Baby. Das Baby kann sich nicht schützen, wenn eine Schlange kommt oder wenn eine Gefahr sieht. Es kann eigentlich nichts, es kann nur liegen. Es kann, ja, es muss geliebt werden, es muss Schutz bekommen von beide Eltern und es muss Nahrung bekommen. Weil du kannst lieb sein zu Junior, mein kleiner Schätzchen, ja. Aber das Kind schreit laut, wenn es nicht sein Milch bekommt. Ein kleines Kind muss Milch haben. Und das ist die reine, saubere Milch von das Wort Gottes. Einfach durch diese Bibel. Du musst nicht eine neue Übersetzung brauchen. Die Bibel sagt in 1. Petrus 2, Vers 2, seid gierig nach den Vernünftigen, lauten Milch auf die jetzt geborenen Kindlein, ob dass ihr durch dieselbe zunehmt, so ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2 und Vers 3. Wenn du einen verfälschten Text hat, eine Reformierte Luther oder eine katholische Bibel oder ein Jehovas Zeuge oder Elbefelder, dann haben sie das geändert mit, also als folgendes: Seid gierig nach der Vernunft und lauten Milch, als jetzt geborenen Kindlein, dass ihr durch dieselbe zunehmt in der Erlösung, zu der Erlösung. Das heißt, Bibellesen führt schlussendlich zu Erlösung. Das ist die katholische Werkheiligkeit. Das ist was du musst, um selber dich zu rechtfertigen für Gott. Das ist ein paar Bibellesen. Und das ist nicht wahr. Rettung ist eine Sache, die direkt stattfindet, wenn du dich umkehrst und nicht mehr auf eigene Gerechtigkeit vertraut. Vollkommen vertraut auf das Blut Jesu Christi, Gottes Gerechtigkeit. Und dann bekommst du zugerechnet Gottes Gerechtigkeit, das ewige Leben. Und Jesus bekommt deine Sündenschuld. Austausch von Sünde, deine Sünde auf Jesus, seine Gerechtigkeit auf ihm. Und dann kannst du gierig sein nach der Vernunft und laut und mich. Was heißt gierig sein? Na, kannst du dir vorstellen, das ist ein Baby. Und das Kind bekommt nicht Milch, wenn es hungrig ist. Was macht es dann? Es schreit schrecklich. So hoch, dass du alles tust, das Kind schnell seine Nahrung zu geben, dass er ruhig bleibt. Na, das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir brauchen, gierig zu sein nach dieser vernünftigen, lauten Milch. Ich sage immer, versuch das Wort 3 Seiten pro Tag zu lesen. Dann bist du einmal durch die Bibel. Aber damit verbunden ist, Vers 1, ablegen alle Bosheit, alle Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden. Also tu die Dinge nicht mehr und dann kommt da ein Gier, ein Verlangen, wie bei einem Baby nach vernünftigen, lauteren Milch. Jeder junge Christ hat ein Interesse, ich will mehr wissen von Gottes Wort. Ich will wissen, was sein Vater, wie sein Vater ist. Du bist adoptiert, hast einen neuen Vater bekommen. Dann neue Mutter, das neue Jerusalem, sagt Galater 4, 26. Neue Familie hast du bekommen, neue Ziele. Das alte Müll hast du einmal gehabt. Du wirst dich nahren mit das Reine, das Heilige, zurück, nicht der Müll von dieser Welt mehr. Das ist eigentlich wie ein Baby. Und Babys sind lieb, süß, aber können auch schrecklich verantwortungslos sein. Gib mir meine Milch, gib mir das, ich muss schlafen. Es alles dreht sich um das Baby. Das ist es. Und du musst Babys von früh ab schon ein bisschen Disziplin beibringen. Nein, du gehst nur schlafen. Nicht, wenn du willst. Nein, du bekommst nur auf feste Zeiten bekommst du Nahrung. Nicht nur, wenn du willst. Wenn du das nämlich nicht tust und die Kinder werden älter, dann haben sie gelernt, na, ich kann Papi, Mami beim manipulieren. Und das ist ein Grund, warum wir oft sagen, so eine Kinder bekommt nur auf feste Zeiten als Snack essen und dazwischen nichts. Wenn sie einfach essen, wenn sie wollen, später wollen sie nur das tun, was sie wollen, wenn sie älter sind. Also ein Kind muss relativ jung schon bestimmte Disziplin haben, eine bestimmte Reihenfolge und Hierarchie kennen. Und dann kann er dann geistig das auch umsetzen. Das ist, wenn jemand kommt gerade zum Glauben an Jesus Christus,
Ja, was sieht ihr dann? Jeder liest die Bibel, jeder studiert Zeit, jeder liest eine Bibelstelle. Man geht in eine Gebetsstunde. Das sind kleine Dinge, die man eigentlich so jung wie möglich beibringen muss. Kampfsport, Fußball, immer wieder spielen, da musst du zwei, dreimal in der Woche musst du da sein. Musst du am Samstag sein, um zu spielen und so weiter. Das sind kleine Dinge, du musst in der Mannschaft spielen. Das sind kleine Dinge, die er lernen muss, so jung wie möglich. Wenn er das nicht lernt, wenn er jung ist, später kann er nicht in der Mannschaft funktionieren. Da hast du einen großen Egoist, die vielleicht talentiert ist, aber alles dreht sich um ihn. Und das ist auch mit Babys so. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man ein Baby nicht zu viel verwöhnt. Und nicht alles geben, was es haben will, weil es ist nicht immer gut. Nun, dann haben wir die kleinen Kinder. Nach ein paar Jahren wird die Baby, das Schätzlein, ein kleines Kind. Und dann hat er eigentlich Jahre, die so wichtig sind, die Jahre, die formatieren sein Charakter für den Rest seines Lebens. Ein Jesuit hat mal gesagt, gib uns ein Kind, bis das Kind 6, maximal 7 Jahre alt ist, dann ist er programmiert für den Rest seines Lebens. Also die ersten 6 Jahre sind sehr wichtig. Und da muss ein Kind lernen, Nein zu hören. Nein, dann ein Flick. Er lernt, durch das zu spüren, davon wegzubleiben. Wenn es zum Beispiel heiß ist, dann muss er lernen, auf die Worte von Papi und Mami zu hören. Und nicht ein Kind alles zu geben, vor allem wenn er so 2, 3, 4, 5, 6 Jahre alt ist, dann haben die Leute die Neigung, ein Kind einfach zu verwöhnen. Ja, wenn er das tust, dann ist es schwer, wenn er dann 8, 9, 10 Jahre ist, in Dinge abzulernen. Weil er hat die falsche Disziplin, oder eigentlich überhaupt keine Disziplin. Weil er muss nur lustig sein, er kann alles tun und frech sein. Nein, dat moet je direct ablernen. Je moet leren te horen op dat wat papi en mami zeggen. En ik heb het oft gezien in Azië. Die jongens zitten bij papi en die meisjes bij mami. Die worden direct corrigeerd van de ältere, ook ältere geschwister, wenn ze iets falsch doen. Dat is normaal. Dat is in de gemeente ook zo. Je moet leren eigenlijk in een ortsgemeinde, wie kan ik mich benemen? Du lernst dich nicht zu benehmen in der Schule. In den meisten Familien heute lernt man sich nicht zu benehmen, es hat aber keinen Anstand, zu Lehrer, zu Eltern, wo muss man sich lernen zu benehmen? In einer Ortsgemeinde. Und das fängt dann an, wenn jemand 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, im Herrn, dann lernt man sich zu benehmen. Was muss ich tun, was muss ich nicht tun und so weiter. Wie muss ich verhalten, was soll ich sagen und so weiter. Das gehört dazu. Dann kommen da nach die Baby- und die Kindjahre die Kinder. Das ist so die physische Jahre zwischen 10 und 16 Jahre alt. Das sind, wenn die Kinder voll Energie sind, aber sie brauchen zwei Dinge. Ein Teenager, so die von 10 bis 16 Jahre alt, die hat wahnsinnige Energie, vor allem für Sport und andere Sachen, die verbunden sind mit Körper. Galater 3, Vers 26 sagt, ihr seid alle Gottes Kinder, durch den Glauben an Christus Jesus. Also physisch 10 bis 16 Jahre alt. Was braucht ihr so jemandem, der in die Teenie-Zeit kommt? Er braucht zwei Dinge. Disziplin braucht ihr, ob wenn sie ein bisschen Kampfsport gehen oder andere Sporte gehen, was aber wahnsinnige Energie. Aber sie müssen Disziplin lernen. Nein, das musst du nicht so tun, das musst du nicht so tun. Man muss hören, wie man seine Energie, seine Kraft kanalisieren soll. Auf eine gesunde Art und Weise. Wenn du das nicht tust, hast du allerlei. Das sind oft die Leute, die Kindsoldaten. Die werden rekrutiert da in Afrika, in Südamerika. Die haben keine Furcht und alles, was ihnen aufgetragen wird. Morden mit einem Lächeln. Natürlich später bekommen sie große psychische Probleme. Aber in dieser Zeit, 10 bis 16, ist eigentlich, wo du am meisten lernst in einem Fußballsport und Kampfsport auch. Du wirst alles aufnehmen, du hast eine Menge Energie, du bist mutig. Aber du brauchst einen Ältere, die dich gut trainiert. Wenn du das nicht hast, ja, dann hast du später kein gutes Fundament, Technik oder was auch, um weiterzukommen. Geistlich gesprochen genau das Gleiche. Wenn du nicht in die Zeit, nach ein paar Jahren Christ sein, vom Baby bis kleines Kind bis Kind lernt, Disziplin zu bekommen, dann kann der Herr dich wenig gebrauchen. Stärker noch, größte Problem, warum Leute nicht vom Herrn gebraucht werden, ist Problem mit ihrem Fleisch. Das ist dein größter Feind. Wenn du in den Spiegel schaust, jeden Morgen, dann siehst du, dein größter Feind hier, das bist du, das eigene Fleisch. Und drittens, ein Kind braucht, junges Kind, 10 bis 16 Jahre alt, braucht was? Ermutigung. Er braucht Ermutigung, um sein Studium zu tun, um Nein zu sagen zu den Dingen vom Fleisch und sich auf geistliche Dinge oder intellektuelle Dinge zu richten. Vor allem Jungs haben eine Neigung dazu. Ich sehe das auch bei meinem Sohn und in der Schule da, die ist auch schon 16 Jahre alt.
Die Mädchen sind viel ehrgeiziger, aber viel mehr Disziplin, um zu studieren. Die Jungs im Allgemeinen, die wollen nur ein Ding, Spiele, Ausgang und Sport. Aber nicht zusammensitzen und etwas lernen und studieren, obwohl sie bei IQ das Gleiche wie die Mädels haben. Die Mädchen sind ehrgeiziger, können sich besser disziplinieren. Und das ist auch geistig so. Du bist Baby, hast ein bisschen Wachstum gehabt, dann kommt der Punkt, dass du als kleines Kind erste Schritte machst. Und dann kommt der Punkt, dass du sagst, nun kann ich mich konzentrieren auf Bibelschule oder geistig gesprochen, will ich rausfinden, was verlangt der Herr von mir in meinem Leben? Und viele Männer, die nehmen, stellen die Frage niemals. Und Gott ruft viele Männer, aber wenn sie dann nicht ernst sein, um sich zu disziplinieren und ermutigt zu werden in den Nachfolger Jesu Christi, bleiben die meisten feine Christen, die ab und zu in die Gemeinde kommen, aber sie führen nicht ihre Frau und ihre Kinder und die meisten nehmen nicht die Mühe, um auch das Predigen zu lernen. Dann nach dieser Zeit von 10 bis 16 Jahre alt, kann man sagen, sie sind 16 und 20 Jahre als Christ, soll man stark werden. Man ist noch ziemlich unerfahren, aber man soll mit Vertrauen den Herrn nachfolgen. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 13 lesen wir: Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der vom Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich schreibe euch Kindern, denn ihr kennt den Vater. Also hier haben wir die Jünglinge. Junge Männer, 16 bis 20 Jahre alt. Ja, da kommt ein Punkt, dass du sagst dann eigentlich, vielleicht nur in deine Gedanken, ich weiß alles und mein alter Vater, der hat keine Ahnung gehabt. Ja, das ist ungefähr, wie es ist. Man kommt für Führerschein, man fährt überall rein natürlich, man macht größten Blödsinn. Man ist ein Mann, man zeigt sich, man weiß sich, aber du hast keine Erfahrung, das ist das Problem. Ja, du hast die körperliche Kraft doch auch, du hast den Mut auch, aber du hast noch nicht die Erfahrung. Wenn du dann zurückschaut in deinem Leben, so von 16 bis 20, dann ist das oft die Zeit, wo du die meisten Blödsinn machst. Weil die haben wahnsinnig viel Mut, die sind in nichts Gefahr, die haben die körperliche Kraft von einem 30, 40-Jährigen, aber noch nicht die Vernunft oder die Erfahrung. Und das ist geistig gesprochen genauso, nach 26 Jahren im Herrn zu sein, dann denkst du, ich weiß nun alles. Ich habe alles im Griff. Niemand muss mir etwas sagen. Aber das hast du nicht. Weil es fehlt dir einfach, wie im normalen Leben, in diesem Alter, in Geistigem noch eine bestimmte Erfahrung. Und wenn du denkst, ich weiß alles und du fragst niemanden etwas, dann laufst du gegen allerlei Wände und Probleme oder Leute an, die was stärker oder kluger sind wie du. Und dann denkst du, patz, einer auf den Nagel, patz, wieder einer auf den Schnauze. Ja, oder nehmen wir MMA als Beispiel. In diesem Alter hast du ein bisschen trainiert, hast Kraft. Aber das ist nicht die Erfahrung. Und auch wenn eine andere Person physisch nicht so stark ist, Erfahrung hat, dann muss er einfach warten und einmal die Decken darunter passen. Nichts los, was passiert hier? Ja, die Erfahrung fehlt einfach. Und die Erfahrung, die bekommst du nur durch Zeit. Physisch, ja. Da liegt ein bisschen das Problem. Also du musst ein bisschen geistig gesprochen auch lernen. Du gehst mit dem Herrn, du kennst die Bibel, aber du brauchst noch Erfahrung. Und Erfahrung im Leben auch, das kannst du nicht kaufen. Erfahrung bekommst du einfach mit der Zeit. Mit der Zeit bekommst du Erfahrung. Aber du musst dranbleiben. Wenn du daran ein bisschen MMA beschäftigt, ja, wenn du regelmäßig 16 Jahre kämpft, hast du eine Menge Erfahrung. Ich sehe das auch mit den großen Fußballspielern, die so 35 bis 40 sind. Ja, der Messi war ein gutes Beispiel. Die ist nicht mehr so schnell und kräftig mit einer Ausdauer wie als 20-Jährige, 25 Jahre. Aber er hat die Erfahrung. Und durch die Erfahrung wird er Weltmeister und denke nichts anderes. Weil er ist nicht technisch besser als 10 Jahre her oder so. Aber er hat die Erfahrung einfach. Und wenn man das gut einsetzt und die Umgebung passt sich daran an und nützt die Erfahrung, kann er eine Hilfe sein für die ganze Mannschaft. Also eigentlich ist ein Pastor jemandem, die, wenn der Herr ihm die Erfahrung hat gegeben, das übertragt an eine junge Generation, die dann denkt, wenn ich schlau bin, muss ich nicht alle Fehler selber machen, wenn ich zuhöre, kann ich lernen von der Erfahrung und die Blödsinn, die Dummheiten von einer älteren Generation. Das ist für euch natürlich klar, in der patriarchalen Gesellschaft, die älteren Männer haben ihre Erfahrung übertragen an de Jüngeren. Das sollte so gewesen sein. Problem war, die meisten Älteren haben damals kein Kenntnis gehabt von Gottes Wort. Das waren schon Erfahrungen in anderen Bereichen. Aber das war nicht da. Und das ist das Problem, nun im deutschsprachigen Raum oder in Wien. Leute, die errettet sind, die sind Babys, die sind junge Kinder, aber was haben sie nicht? Sie haben die Kenntnis von Gottes Buch nicht und die Erfahrung.
Und da muss man durch Scham und Schande ja, die Erfahrung selber rausfinden. Oder wenn sie schlau sind, dann rufen sie jemanden an und sagen, wir möchten dein Kenntnis und Erfahrung nutzen, um selber zu wachsen, wenn sie weise sind. Und du kennst die Frustration eines Vaters. Du kannst zu den Kindern sagen, du kannst es besser nicht so und so, das habe ich auch getan, es geht nicht gut. Und denken sie, ja, du hast keine Ahnung. Du verstehst das nicht. Diese Zeit ist eben ganz anders als die früher. Dann machen sie die gleiche Fehler. Nach 3 Jahren, dann sagen sie, oh ja, ja, Papa, eigentlich hast du recht gehabt. Aber das ist 3 Jahre weiter. Mhm. Also die Idee ist dann eigentlich als junger, 16 bis 20 Jahre, auch in Herrn, zu lernen von den Fehlern von der älteren Generation. Na gut, wenn ich so 10 Jahre im Herrn war, bin ich einmal in einem Monat, 6 Wochen, gegangen zu einem alten Bruder, Bruder Kuipers. Das war ein alter Evangelist, Baptist, über 80 Jahre alt, und der hat immer, hat gesagt, ja, Nico, komm rein, setz dich, hat er Kriegsgeschichte erzählt, von wie er früher gezeugt hat und gepredigt hat und Leute zum Herrn geführt. Ich habe nur gehört. Ein Jüngere, die Ältere erhört, um, ja, dass er einfach Zeit hat, um zu wachsen. Lernt an den Füßen sitzen von einem älteren Bruder, die Zeit nimmt, um dich was weiterzugeben in seinem Dienst, der Nachfolger von Jesus Christus. Das weiß ich, stärker noch. Wenn nimmst du hier, du bist hier, also diesen ehemaligen MMA-Kämpfer, die Romanikov. Wenn du hier sitzt und du hast einen Abend mit ihm, was tust du dann? Er fragt, stell nur Fragen. Mhm. Wir haben hier Ronaldo und Messi sitzen. Abend. Gut, stellst du einen jungen Mann Fragen. Wenn du lernen willst, stellst du Fragen. Ja. Wie kannst du das, wie kann ich das, wie kann ich das, kannst du weiterkommen da. Das ist eigentlich, was ein Jüngling tun soll, bei einem Älteren und den Jüngeren. 15 Jahre, 20 Jahre im Herrn, die brauchen Zeit, um noch zu wachsen, sind stark, aber sie haben, da fehlt noch die Erfahrung. Aber es sind ein bisschen Erfahrung. Und in 1. Johannes 2,13 sehen wir eine 5. Gruppe, die hier erwähnt wird. Und dann lesen wir da in Vers 13 von 1. Johannes 2, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Das heißt, ich schreibe den Vätern. Väter werden angesprochen von den Kindern, Väter von den jungen Männern. Und wenn du so 21 bis 30 Jahre im Herrn bist, dann sollst du fähig sein, einen Amt zum Herrn zu führen und die jungen Kinder in Christus zu gewinnen, zu Jesus Christus. Also nach 20 Jahren Christ sein, meine Meinung, soll ein Christ genug erwachsen sein, um eine andere Person zu Jesus Christus zu führen. Das ist nicht zu viel gefragt. Stärker noch, die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 15, wenn du zeugst von der Gnade in Jesus Christus, dann sagt Paulus, ich habe euch gezeugt in Christo durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Das heißt, du kannst Leute zeugen, indem du das Evangelium bringst und sie dann bei deiner Hand nimmt und persönlich zu Jesus Christus führt. Und ich bin überzeugt, dass eine der größten Segnungen als Christ ist, eine andere Person persönlich zu Jesus Christus zu führen. Das ist eine wunderbare Sache. Und dann, wenn er zum, oder sie zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus, dann ist es an dir dann, um ihm zu helfen, Jesus nachzufolgen. Und zu wem kommt er? Nicht erstens zu dem Pastor, aber erstens zu denjenigen, die Person zum Herrn geführt, zu dir. Dass ihn gezeugt in Christus, du bist der geistliche Vater, ja, dann musst du ihm helfen, Jesus nachzufolgen. Was heißt das? Diese junge Christ helfen mit stiller Zeit. Bibel lesen, Bibelvers lernen, Bibelstudien, persönlich zeugen, am Anfang zum Herrn führen, Gebetsleben aufbauen, in die Gemeinde kommen, ein Herz für die Mission haben, sein Fleisch besiegen, Führung des Herrn. Und alle kleinen Dinge, die wichtig sind für einen jungen Christ, um zu lernen, von wem, wenn sie dich sehen und wenn du ein bisschen Zeit mit ihnen verwendest. Ich sage im Allgemeinen, einmal in der 2 Wochen eine Stunde mit einem jungen Christ Zeit zu bringen. Deine Auftrag geben, Lektion geben, miteinander beten und so weiter, Versencheck, das reicht. Die Wachstum kommt von selber. Und wenn er sagt, ich will dich besuchen, bete, dass der Herr dich jemandem gibt, die du persönlich zu Jesus führen kannst und dann eins auf eins weiterhält. Zum Beispiel dann Wien oder in Innsbruck oder Wauhaus. Das sind alle sehr junge Christen. Eigentlich sind das Babys oder sehr junge Kinder. Physisch sind sie schon einige Zeit im Herrn, das ist wahr. Du hast gesehen, geistig gesprochen, weil also man lehre, sind sie 1, 2, 3 Jahre im Herrn, nicht länger. Sie machen noch viel. Und so der Brot des Lebens eigentlich ist ein sehr guter
Anleitung, um mal einen Anfang zu machen mit diesen jungen Christen. Dann kommen die Ältesten in 1. Petrus Kapitel 5, das ist die sechste Gruppe. Sie sind 30 und 50 Jahre alt im Herrn, soll an Christen seinen Weisheit haben, seine Erfahrung haben, geduldig sein und geistliche Probleme anders behandeln, als wenn er jung im Herrn war. Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Den Verkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben geübte Sinne zum Unterschied des Guten und Bösen. Das heißt, da kommt der Punkt, dass du einen Unterschied bekommst zwischen praktische, moralische Sachen, Gut und Böse, lehrmäßige, qua Bibel. Das ist, wenn du deine Sinne übst. Zum Beispiel, wenn du anfängst mit MMA, am Anfang denkst du, ja, du bist der Trainer und so weiter, aber nach ein paar Jahren siehst du, wie eine Person eine bestimmte Technik aufgebaut hat, wo du für aufpassen musst und so weiter. Du hast eine Erfahrung aufgebaut. Das ist gerade mit Fußball auch so. Ich schaue mit meinem Sohn ab und zu einen Sport an und ich sehe schon direkt, das geht so und so, das geht so und so. Weil ich habe die Erfahrung, ich habe das nicht. Obwohl er nun eine bessere Technik hat wie ich, aber er hat nicht die Erfahrung. Und nach 30 bis 50 Jahren mit dem Herrn unterwegs sein, hast du eine bestimmte Erfahrung aufgebaut, die eine Person, die unter 30 Jahre im Herrn ist, die einfach noch nicht hat. Es braucht ein bisschen Zeit. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 1 lesen wir: Die Ältesten, so unter euch sind, ermahne ich, die Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christus sind, und teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Ein Mitälteste, das sind Pastoren, die sind 30 Jahre oder 40, 50 Jahre im Herrn und die haben Weisheit bekommen, Erfahrung bekommen, die wissen, wann sie was tun oder müssen oder sagen müssen, die wissen, wie sie geistige Sachen hantieren müssen. Und die konnten nicht gut so mit umgehen, wenn er noch 10 oder 20 Jahre im Herrn war. Das ist eine Sache von Reife, eine Sache von Erfahrung. Und Jesus Christus ist ein gutes Beispiel davon. Er hat dann die Aposteln gehabt, die haben alle dumme Dinge gemacht in ihrem Leben. Und es ist bei Simon Petrus: Herr, ich sterbe mit dir. Er sagte: Herr, heute sollst du mich dreimal verleugnen. Nein, sicher nicht. Und was passiert innerhalb von 48 Stunden, 24 Stunden? Er sagt dreimal: Ich kenne ihn nicht. Er verliert seine Jüngerschaft, nicht seine Seele, er verliert seine Jüngerschaft. Und später doch wissen wir, dass Petrus wahrscheinlich am Martyrertod gestorben ist, wenn er das Leben in der Heimweh geholt worden ist. Das heißt, er hat den Herrn nicht verlassen oder verleugnet. Aber am Anfang schon. Und das ist eine Sache von geistlicher Erfahrung. Dann schlussendlich, diejenigen, die zwischen 50 und 70 Jahren Herrn sind, die gehen eigentlich eine zweite Jugend rein. In Philemon 9, da nennt Paulus sich Philemon 9, so will ich doch um der Liebe willen nun vermahnen, die ich ein solcher bin, nämlich ein alter Paulus, nun aber auch ein gebundener Jesu Christi. Ein alter Mann ist er geworden. Ein zweiter Jugend, geht mal rein. Man kann nicht mehr so viel tun, man braucht Unterstützung. Man will wieder in Glaube, in Reinheit mit den Herrn gehen, in ein kindliches Vertrauen in die Dinge, die nicht gesehen sind. Und man lernt zu wachsen in die Vollkommenheit Christi. Und das ist wichtig. Wenn du da einfach wächst und normal durchwächst, dann kommt da eine bestimmte Ruhe, eine Erfahrung, eine Erwachsenheit. Die kommt einfach mit den Jahren, Philemon 9, Seite 361. Und nochmals, man hat nicht Christen, die erste, zweite, dritte Klasse sind. Jeder Christ kann die Vollkommenheit Christi erfahren und erreichen und erlangen. Doch jeder muss dann seine eigenen Wachstumsschmerzen durchmachen. Einer, die muss mit dem Fleisch mehr zu kämpfen haben, andere mit der Welt, der dritte mit dem Teufel. Jeder muss seinen Platz im Leibe Christi finden, wo er als Ältere, wie Paulus, als Apostel, als Missionar, am besten den Herrn und die Gemeinde Gottes dienen kann. Und das ist auch bei jedem von uns so hier. Du musst herausfinden, auch in einer Ortsgemeinde, was ist das Ort, wo du den Herrn am besten dienen kannst. Und ab und zu, am Anfang schaust du auf, was so und so macht, aber wenn du älter bist, schaust du einfach auf deinen Lauf und du wirst diesen Lauf recht machen, aber einmal musst du dich persönlich verantworten für Jesus Christus.
Du musst nicht sagen, was hat so und so gemacht. Er sagt, was hast du gemacht mit den Gaben, die ich dir habe zuvertraut. Und wenn du das richtig tust, ja, dann kannst du mit einem reinen Gewissen vor Gott und Menschen nun schlafen und später dich verabschieden bei der Richterstuhl Jesu Christi. Und nochmals, diese Sache lernst du in einer Ortsgemeinde. All diese 7 Punkte von Babys, junge Kinder, Kinder, junge Männer, Jünglinge, Väter, Älteste und ein Alter sind normale Wachstumsprozesse, die du in der Welt auch siehst, körperlich. Problem ist heute, in den letzten Tagen, die meisten gehen nicht durch so eine geistige Wachstumshierarchie. Die bleiben einfach stecken, obwohl sie 30, 40, 50 Jahre alt sind im Herrn, in Babys oder junge Kinder. Das ist die meiste. Die wachsen einfach nicht. Warum ist das nicht? Ze hebben geen tijd met dit boek. Ze hebben geen bibelgetrouwe ortsgemeinde, waar een normale wachstum notwendig is, onmogelijk is. En een ortsgemeinde brauchst du voor schutz, voor nahrung en voor gemeenschap. En op het moment dat je daarin wächst, dan is het een voorrecht om daar in de laatste dagen anderen ook te versuchen, zu Jesus zu führen, weiter zu helfen. Dat kan jeder.